Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, die FDP hält im vorliegenden Antrag die Meinungsfreiheit hoch und das ehrenamtliche Engagement in Bürgerinitiativen, die sich für den Naturschutz einsetzen. Wir werden Sie daran erinnern, Herr Rock, wenn es das nächste Mal wieder um Autobahnausbau, Kiesausbau oder Logistikzentren geht, dann werden wir Sie noch einmal daran erinnern, welche hohe Bedeutung der Naturschutz offensichtlich für die FDP gerade hat. Und das ist ja auch genau das Problem dabei, dass Sie ein total instrumentelles Verhältnis zum Naturschutz haben. Weil natürlich ist Ihre Begeisterung für den Naturschutz und Ihre Begeisterung für umweltpolitisches Aufbegehren erklärt sich einzig und allein daraus, dass es gegen Windräder geht. Es geht gegen Windräder. Und wenn es gegen Windräder geht, dann entdeckt auf einmal die FDP die bedrohten Arten und die Wälder und den Bürgerprotest für sich. Sie nicken sogar. Schön. Sie haben ein instrumentelles Verhältnis zu diesen Fragen, und das ist genau das Problem. Und im Antrag empören Sie sich ja dann über den grünen Bundestagsabgeordneten Oliver Krischer, der von Anti-Windkraft-Taliban gesprochen hatte und fordert eine Distanzierung von den hessischen Grünen. Ich will nur einmal sagen, ganz so zart beseitet waren Sie ja auch nicht immer, zumindest wenn es ums Austeilen ging, Herr Rock. Ich meine, ich erinnere mich noch, es waren Stimmen aus der hessischen FDP-Fraktion, namentlich Herr Noll, der damals das Programm der Grünen im Jahr 2013 als Zitat Ökofaschismus bezeichnet hat. Ja? Soll man nur einmal daran erinnern? Damals hieß es aus der FDP-Fraktion, das sollte man ja nicht überwerten. Ich will nur einmal daran erinnern, Herr Rock, weil Ihren Aufschrei habe ich damals auch nicht gehört. Ich meine, Ökofaschismus ist also vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte vielleicht gegenüber dem Programm der Grünen ein völlig daneben. Also vielleicht so ein bisschen weniger Empörung, wenn man selber so ausgeteilt hat in der Vergangenheit, wäre vielleicht angebracht. Und wenn Sie ehrenamtliches Engagement und Proteste begrüßen, dann nehmen Sie doch bitte auch zur Kenntnis, dass Hunderttausende Menschen in diesem Land und Millionen weltweit sich für Klimaschutz einsetzen, nämlich bei Fridays for Future, bei Ende Gelände, bei den globalen Klimastreiks und aktuell im Umfeld der UN-Klimakonferenz in Madrid. Es sind zahlenmäßig deutlich mehr als die Menschen, die gegen Windräder kämpfen. Also deswegen bitte bringen Sie doch diesen Menschen dann den gleichen Respekt, das gleiche Verständnis entgegen und nehmen Sie auch deren Sorgen ernst. Die sorgen sich nämlich um den Fortbestand der Menschheit, wenn das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht wird, meine Damen und Herren. Und nun haben Sie ja große Teile Ihrer Redezeit auf Dieter Nuhr verwendet, offenbar als Beispiel für die angeblich gefährdete Meinungsfreiheit und als Beispiel dafür, dass es Mut brauche, um seine Position in diesem Land zu vertreten. Also, ist auch so, sagen Sie. Na ja, ich sage mal so, was daran mutig ist, sich als bekannter Kabarettist über eine 16-jährige Schülerin lustig zu machen, das bleibt Ihr Geheimnis. Also das, was daran mutig sein soll. Ich habe politisches Kabarett immer so verstanden, dass Sie sich mit den Herrschenden anlegen und die Obrigkeit auf die Schippe nehmen und sich nicht über 16-jährige Schülerinnen lustig machen. Aber bitte. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, wo da die Meinungsfreiheit gefährdet sein soll. Ich meine, Herr Nuhr kann das, was er für lustig hält, in der ARD vor einem Millionenpublikum sagen. Also wo ist denn da die, und kriegt nicht wenig Geld dafür. Also wo ist denn da die Meinungsfreiheit bitte gefährdet? Meinungsfreiheit bedeutet nämlich nicht Freiheit vor Widerspruch. Und wenn Dieter Nuhr solche Positionen vertritt, dann muss er verdammt noch einmal auch mit heftigem Widerspruch rechnen. Das gehört nämlich auch zur Meinungsfreiheit, Herr Rock. Im Übrigen finde ich, dass die Kabarettistin Christine Praillon recht hat. Die hat nämlich unter anderem mit Blick auf Dieter Nuhr einmal gesagt, Comedy bedient Klischees, Kabarett bekämpft sie, kommt meinem Verständnis von Kabarett näher. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, meine Damen und Herren. So, und jetzt haben wir uns genug an der FDP abgearbeitet. Reden wir einmal über die Landesregierung und über das, was im Bereich der Energiewende real ansteht. Gut, freut mich. Denn eines ist ja offensichtlich, hier werden ja heute Ängste vor einer Energiewende geschürt, die in Hessen derzeit gar nicht stattfindet. Die Landesregierung hat den Ausbaustopp für Windenergie, den hier gefordert wird, längst umgesetzt. Eine Windkraftanlage in diesem Jahr, glaube ich, Herr Minister. Das mag der FDP noch eine zu viel sein für alle
anderen Menschen, und nach vernünftigen Maßstäben ist das viel zu wenig. Und wenn die Bundesregierung durchkommt mit ihrem Vorhaben, jede Ansammlung von 5 Gebäuden als Siedlung anzusehen, von der Windräder 1.000 Meter Abstand halten müssen, und das auch noch für Repowering gilt, dann ist in Hessen, muss man leider sagen, vermutlich Schluss mit dem Ausbau der Windkraft, und alle Klimaziele im Stromsektor sind Makulatur. Elektroautos, Hybriddienstwagen, Stromtankstellen, alles das, was Sie auch vorgeschlagen haben, ist doch klimapolitisch hinfällig, wenn nicht perspektivisch vornehmlich erneuerbare Energien im Netz sind. Und da würde mich schon interessieren, wie verhält sich denn die Landesregierung eigentlich zu alledem? Haben denn CDU und Grüne in Hessen eine gemeinsame Linie, was die Pläne von Peter Altmaier angeht? Sind wir uns einig, dass die Pläne den Windkraftausbau in Hessen ja auch auf lange Sicht völlig zum Erliegen bringen würde? Das würde mich interessieren. Mich würde auch interessieren, was der hessische Klimaschutzplan eigentlich macht. Wie stehen wir denn da? Seit der hessische Klimaschutzplan 2025 beschlossen wurde, gibt es keine Auskunft darüber, wie und ob die Maßnahmen überhaupt geeignet sind, die Klimaschutzziele von Paris einzuhalten. Die Umweltministerin kann die Frage offenbar nicht beantworten oder will sie nicht beantworten, wie viele Tonnen CO2 durch die Maßnahmen in Hessen eingespart wurden. Die Landesregierung behauptet weiter, dass die hessischen Reduktionsziele im Einklang mit den internationalen Zielen stünden. Aber es gibt keine Zahlen, die das stützen könnten. Das wäre auch interessant zu wissen. Und der Klimaschutzplan der Landesregierung war ja von Anfang an auf das 2-Grad-Ziel ausgelegt, und die Maßnahmen wurden nie auf das für viele Menschen überlebensnotwendige 1,5-Grad-Ziel angepasst. Dass es keine Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen gibt, um ebenfalls auch nachsteuern zu können, halten wir für grob fahrlässig, meine Damen und Herren. Und wenn wir schon dabei sind, wäre es natürlich auch interessant zu wissen, wie sich die Landesregierung im Bundesrat zum Klimapaket verhalten hat bzw. wie sie sich im Vermittlungsausschuss verhalten wird. Weil das Klimapaket so das den Namen leider eigentlich nicht verdient, ist ja von der CDU auf Bundesebene mit durchgesetzt worden. Es ist von den GRÜNEN auf Bundesebene zu Recht stark kritisiert worden. Deswegen wäre es interessant zu wissen, wie die Landesregierung das hier in Hessen einschätzt und welche Linie sie dazu haben. Ja, meine Damen und Herren, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, ist ein mittlerweile sehr anspruchsvolles Ziel. Und es wird nicht zu erreichen sein, wenn wir nicht es hinkriegen, eine Energiewende, eine Verkehrswende und eine Agrarwende. Und natürlich müssen wir darüber auch sprechen, über die Frage der Kohleverstromung, die nach wie vor größter Klimasünder ist. Und, das will ich vielleicht noch einmal sagen in Anbetracht der Debatte, die natürlich auch den Ausbau erneuerbarer Energien behindert. Weil natürlich ist Kohlestrom eine völlig falsche Ergänzung, um die Schwankungen der erneuerbaren Energien auszugleichen. Kohlekraftwerke sind weder flexibel noch sind sie effizient. Und deswegen behindert der Kohlestrom faktisch den Ausbau der erneuerbaren Energien, den dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien, und ist eben keine Ergänzung dafür. Und zuletzt auch das Argument, dass die Energiewende teuer ist. Man hört es immer wieder. Ist natürlich Hanebüchen, wenn man sich anschaut, wie viele Milliarden in Subventionen für Kohle und Atom versenkt worden sind und vor allem, wie teuer auch die Folgeschäden noch sein werden, die durch die Kohlekraft, aber auch eben durch die Atomkraft am Ende entstanden sein werden. Und deshalb, wer einen Ausbaustopp heute für erneuerbare Energien fordert, wer alles ernstens den menschengemachten Klimawandel anzweifelt, der gefährdet die Zukunft kommender Generationen. Und das sind nicht nur Phänomene, die irgendwann kommen, sondern wir können heute schon sehen, was Klimawandel bedeutet und welche Folgen es am Ende haben wird. Und deswegen müssen wir schnell handeln. Und wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und deswegen muss die Bundesregierung aufhören, die Energiewende zu verschleppen. Und auch im Land muss es endlich vorangehen mit dem Ausbau der Windenergie und mit der Energiewende vor Ort. Vielen Dank.